Da ist eine So, Linie. hier ist nichts mehr. Nee, können wir mal hier weitergehen? Diese Müssen wir eigentlich noch. kreischenden Kreischviecher da. Ah, hier ist noch was. Nicht der richtige Weg. Das ist nicht der richtige, genau. Ja, die Kreischviecher sind ziemlich krass. Die können ja aus den kleinen, aus diesen Sumpflingen, können die da diese Hauersumpfler, diese großen machen. Der wiederum kleine herbeiruft Ja, und so super. weiter und so weiter. Da muss man echt, also die haue ich immer gerne als erstes weg. So, jetzt haben wir den richtigen Durchgang gefunden. Ach, das war ja schnell. Ja, Wir haben letztes beziehungsweise Mal die viel. falschen ausgeschlossen. Ja, die standen jetzt hier ganz gut, die Schreine. Dann können wir uns ja mal Ja, da haben wir ja Richtung. eine Stunde sicher rumgesucht letztes Mal. Ja? Ah, ist ja schon ein bisschen her. Ja, aber dann können wir direkt da zum richtigen Durchgang gehen und dann uns langsam Adria nähern und mal vorknüpfen. Olle Adria. Ich finde ja in die Adria fahren grundsätzlich gar nicht schlecht, aber ich glaube, das hat einen anderen Sinn hier. Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Mit dem Schwert da reinfahren. Diese blitzverbundenen Dinger da, die finde ich immer noch am Ja, tollsten. die hast du ja schon seit der Bastion auf deiner Sozusagen. Liste. Ja, das macht einfach Sinn. Vor allem, das ist, wenn du den Akarats Champion jetzt. Oh, ein Legendary Ja. Flegel. Dann Schauen wir mal kurz. schauen wir mal, was das der kann. So, der ist Einhand auch. Ich poste ihn dir mal. Der Windreiter. Ja. Wow, plus 84% Schaden. Und ein Sockel, das ist natürlich ziemlich Und cool. ein Sockel mehr. Oh, boah, der macht viel mehr Schaden als mein Donnerzorn. Das Ja, ist so ist natürlich es. fein. Dann nehme ich den gleich mal und habe jetzt gerade zwar keinen Rubin dabei, werde den aber von meinem Schwert da bald dann reinsetzen. Der sieht auch cool aus. Ja, der schaut echt Dann, gut aus. Und du auch kannst doppelt wenn. so lange reiten. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, siehst du? Ja, siehst du. Siehste, hab ich gar nicht Siehst du. vorgelesen. Hier. Verdopplung der Dauer von Kavallerie. Na, das ist natürlich toll. Ja, das Pferd habe ich jetzt aus meiner Skillung mal rausgenommen. Dafür habe ich jetzt den Spott drin und eben die Eisenhaut, weil ich habe gemerkt, es gibt nichts Beschisseneres, als wenn du irgendwo festhängst in der Ecke und hast tausend Gegner Hallo? um dich. Du erzählst mir jetzt, wie toll die Eisenhaut ist, ja? Wirklich? Tatsächlich, weil sie Tatsächlich? nämlich eine neue Rune gekriegt hat. Die Rune Windeseile. Dann machst du die Eisenhaut, kriegst halt diesen, ja, Rüstungsbonus. Oh, hier, Goblin. Und kannst durch alle Gegner durchlaufen. Und das ist halt Das ist extrem ja viel geil. besser als das Pferd. Finde ich eben auch. Deswegen habe ich das drin. Bleibst du da? Ja, ich habe ihn ja schon Captain America Ja. mäßig erwischt. Genau. Ja, Ja, ich das bin ist, ja also großer das ist auf Fan jeden von Fall der sehr cool. Eisenhaut, aber das hört sich natürlich schön an, wie so eine Kombination aus Kavallerie, was sie ganz früher konnte, wo man nämlich auch durchreiten konnte. Und dann Das haben habe sie ich ja mal bei mir weggequetscht. noch Schlagt mich reingenommen, weil ich das, da stehe ich voll drauf. Und vor allem, weil du hast da halt eine 50% erhöhte Blockchance. Das heißt, wenn du noch ein, wenn ich so ein Schild finde mit 50% Blockchance, habe ich 100% und krieg für jeden geblockten Schlag übelst Leben und kann mich im Endeffekt dadurch heilen, dass möglichst viele Gegner auf mich hauen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Hört sich gut an. Probiere ich mal meinen neuen Boah, ich Akarat will aber jetzt aus. die Eisenheit auch wieder haben. Ah. Ja, okay, das geht schon ab. 35% mehr Schaden. Ja. Merkt man dann. Wo bist du denn schon wieder hier? Ich hau Skarabäen kaputt. Dann so Ja, ziefer ne? hier. Wobei, das finde ich eigentlich ziemlich ritterlich von dir, dass du die Ja, siehst du Scheißviecher mal. wegräumst, bevor ich in den Raum komme. Gibt's auch einen Erfolg? 120 Skarabäen umbringen in Ach 10 so. Sekunden. Warum Ah, frage ich und den eigentlich überhaupt? Warum sage ich abgeschossen. überhaupt irgendwas? Ja, mittlerweile fehlen echt nicht mehr viele, aber jetzt fehlen halt nur noch die Ätzenden, die so 10 Jahre brauchen zum Schreibt dann Abschießen. irgendjemand einen Artikel über dich, wenn du alle Ich hoffe doch, ich Erfolge hoffe gemacht doch. hast?
warte drauf, dass mich jemand anruft und sagt, jetzt haben wir den tollsten Job auf der ganzen Welt, weil sie alle Erfolge haben. Naja, wenn du mich als dein Publizistin engagierst, dann kann ich das auch arrangieren vielleicht. Ah, okay, ich behalte es mal im Hinterkopf. Müssten wir auf Meister stellen. Nein. Immer noch nicht genug, sagt meine gerade. Nee. Aufs Maul. Ey, hier dieses dreckige Phantom schon wieder. Ja, Phantasma. Wir sind einfach. Liebe Phantasmen, ich bin kein Fan von euch. Kommt gleich die Gewerkschaft für erzürnte Phantasmen. Ja, genau. Diskrimination. Diskrimination? Genau. Mhm. Diskrimination. Und das von dir. Diskriminierung. War ein kleiner Scherz am Rande. Ja, ja. Mhm. Wobei bei dir glaube ich das sogar. Da. Wow, noch ein Legendary. Ja, Zweihand-Axt. Wir haben Community-Buff, das merkt man dann. Ach, stimmt ja. Es ist ja hier seit dem 12. ist ja ein spezieller Buff. Warte, ich droppe dir den mal. Ich schubse dir den mal rüber hier. Messerschmitts Räuber. Hat aber irgendwie nicht. Ist nicht so geil. Irgendwie. Nee, er hat keinen Sockel. Das müsste ich. Kein Sonderspell und nix. Sonder. Da ist der Einhand. Ein Phalanberry. Sozusagen, aber der hat auch. Nee, komisch. Nee, das ist zum Beispiel echt schlecht gemacht. Das ist aber auch eine Sache, wo sich viele Leute zu Recht beschweren, dass die Zweihandwaffen im Spiel eigentlich ziemlich scheiße sind und sich bis auf den Kreuzritter kaum lohnen. Mhm. Und selbst da, wie man sieht, manchmal nicht. Ja, weil eigentlich muss eine Zweihandwaffe ja wirklich wesentlich besser sein als eine Einhandwaffe, damit sich das lohnt, wenn man nicht Kreuzritter ist, um die zu nehmen. So ist es. Weil du verzichtest ja auch auf extrem viel. Ob ja, das jetzt Damage ist oder. Ja. Die haben ja ihre klassenspezifischen Nebenhandgegenstände, da lohnt sich es überhaupt nicht. Als Barbar eigentlich auch nicht. Lohnen sich beim Magier auch keine Zweihandstäbe oder so? Nein, gar nicht. Ja. Zweihandstab ist völlig sinnlos. So, wenn Legendary fällt und ich sehe Stab, dann weiß ich schon sehr schön eine Seele mehr, weil es hat wirklich keinen Sinn. Ja. Leider. Ja, ich meine, du musst überlegen, du hast den. Auch beim Barbar zum Beispiel, du hast zweimal den Kritstein. Also wenn du einen Sockel reinbaust und dann einen grünen Smaragd reinstellst, dann hast du insgesamt, glaube ich, mit maximal 260% kritische Trefferschaden. Das kann kein Zweihandschwert irgendwie kompensieren. Deswegen ist das halt von vornherein irgendwie fail. Ach ja, Leute, übrigens, ich habe das ja in meinem anderen Video schon gesagt. Ich hoffe, die schaut ihr auch alle. Dass wir nicht mehr so viel rein und raus moderieren werden, sondern einfach mal längere Sessions aufnehmen und die dann einfach nachher in nette Häppchen auseinanderschneiden. Einfach weil das mehr Spaß macht beim Spielen und darum geht's ja auch. Und dann müssen wir uns nicht die ganze Zeit überlegen, wo können wir jetzt eine Pause machen, sondern erst dann, wenn Robin aufs Töpfchen muss. Und ja, genau. Laut schreien. Und deshalb, bitte nicht zu laut, sonst fliegen mir hier die Gehörmuscheln weg. Sag mal, ich habe hier noch einen Raum voll mit Viechern und du rennst schon wieder irgendwelche. Was ist denn da? Inklusive Phantasmen und was nicht alles. Und du lässt mich hier einfach alleine rumstehen. Das ist ein erwachsener Kreuzritter. Sag mal, haben wir noch irgendwie einen NPC bei uns, gell, offensichtlich? Ja, das ist der Lorat irgendwas, der sicherstellen will, dass wir Adria nicht töten, bevor wir nicht die. Ach genau, weil der vertraut uns ja nicht, weil er denkt, wir haben zu große Rachegelüste Adria gegenüber, weil sie ja unsere Süße da in Diablo verwandelt hat. So ist es. Was zu Recht ist. Schon, wir ist schon, das ist schon so ein Hex. Yeah, noch ein Shrine. Shrine sind immer gut. It's a Shrine. Gibt's ja auch diese lustigen Handschuhe, glaube ich, sind das, die dann die Schreindauer auf 10 Minuten hochschraubt. Oh nein, 10 Minuten. Ja, ist schon nicht schlecht. Leider funktionieren sie nicht bei den Pylonen. Ich weiß nie, wenn ich Akkarats Champion machen soll. Irgendwie denke ich immer, ach, hebst du dir den auf? Ja,
Also ich habe mir jetzt eigentlich, ich sage, ich mache den jetzt öfter an, weil es einfach schneller geht und es haut halt rein. Und ich glaube, so wirklich, also auf Profi mit dem Level, mit dem Equip, braucht man es nicht wirklich timen, gell? Nee. Also das geht jetzt mittlerweile so schnell. Qual 1 ist eigentlich schon das absolute Minimum. Ich habe ja auch ewig gewartet, bis ich auf Qual 1 gegangen bin, weil ich so Schiss hatte. Aber ich meine, schau dir das an jetzt mit diesem, mit dieser doppelten Sicherung. Was soll passieren? Du hast so viele Möglichkeiten abzuhauen, dich voll zu heilen. Sie zählen so. Alle auf uns. Das ist vor allem auch großartig storytechnisch. Er sagt, ich komme mit und pass auf. Und dann sind wir am Eingang und sagen, so, jetzt kannst du aber gehen. Sagt er, ja, okay, ich zähle auf euch und tschüss. Warum ist er jetzt mitgegangen? Stimmt eigentlich. Was hat er jetzt verhindert? Naja. Das ist ein guter Punkt. So, was kann denn die gute Adria? Die kann eigentlich nicht viel. Das sage ich, glaube ich, immer bei allen. Nein, die macht so, die lässt so Blutwürmer, das ist ein bisschen eklig, aber die beschwört die und wenn man die berührt, bilden sich so Pfützen auf dem Boden, in dem, weißt schon, wie im Sumpf, wo man halt Schaden kriegt. Und ach, ich weiß ich habe auf Softcore weitergespielt. Eben. Ja. Aber da haben wir sie auf Qual umgenietet. Mhm. So. Das war es auch eigentlich schon. Ja, das ist, die kann man irgendwie, mit dem Magier gab es irgendwie einen coolen Skill, mit dem man die wegkriegen konnte, weil man kann die ja nicht angreifen, diese Würmer, gell? Da gibt es den Schwarze Loch. Genau, das Schwarze Loch zieht die mit rein, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich geil, weil die mit der Rune saugst du alles ein, was von so einem Gegner auf den Boden geschmissen wird. Ja. Und das ist schon eigentlich ganz cool. Aber ich habe jetzt auch gesehen, da gibt es ja dieses Blackthorn-Set. Das hat als letzten Set-Bonus, dass du alle Gift, Feuer und noch irgendwelche Effekte, die Gegner auf den Boden legen können, einfach komplett ignorierst. Wow, wow. Ich dachte, oh, nicht schlecht. Oh, ein kleiner Boss. Mhm. Tja, der hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Was bringt eigentlich der Community-Bonus hier? Magiefund, Goldfund, Erfahrungsbonus. Boah. Nein, das ist unser, das ist der gemeinsame Starkbuff, weil wir in der Alles Gruppe Gute sind. Zum Jahrestag Diablo 3, das genau. Mhm. Ihr erhaltet doppelt so viele Portalschlüsselsteine, eure Chance, ein wow, um 100% erhöhte Chance, ein Legendary zu finden. Na, das habe ich ja schon gemerkt. Aber du hast noch keins gefunden, gell? Nee, aber ich muss sagen, mit meiner großen Magierin wurde ich in der letzten Zeit sehr verwöhnt. Also das merkst du schon. Es ist jetzt kein Imba-Buff, wo du irgendwie nach 20 Minuten sagst, so, ich habe alles best in Slot und auf Wiedersehen. So, Spiel vorbei. Aber du merkst es schon deutlich. Schon ein bisschen traurig sein. Ach, jetzt habe ich da auf die Hunde geschossen, weil ich dachte, das sei ein Gegner. Aber nein. Oh. Diese Phantasmen, die machen einen Schaden. Das ist unglaublich. Können wir mal ganz kurz Pause machen, Anja? Musst du aufs Töpfchen? Nein, meine scheiß Waschmaschine ist fertig und piepst hier die ganze Zeit. Ich muss die mal kurz ausschalten. Okay, kurze Pause. So.